Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind wieder mal auf der Butchern und wir spielen unser Projekt am Deich und stehen vor unserem Kuhstall, vor unserer Kuhweide. Und Kühe sind auch das Stichwort für die heutige Folge, denn wir wollen heute die Kühe, die hier drüben noch sind, die 5 Stück, die möchte ich gerne heute umziehen. Dazu werden wir uns einen Tiertransporter mieten und dann die 5 Tierchen umsiedeln in unseren Haupthof. Weshalb ich aber jetzt hier stehe mit dem John Deere, das ist, weil ich will mal ganz kurz antesten, ob wir irgendwie hier Miste oder irgendwas herausbekommen. Denn wir müssen auch unser Feld düngen. Oh, das ist wieder Millimeterarbeit. Und mich würde jetzt interessieren, ob wir hier irgendwie Mist einladen können, weil hier sind ja Trigger, hier sind ja eigentlich Symbole dazu. Und dann sollte das ja eigentlich irgendwie funktionieren. So, ein kleines bisschen leiser gemacht. Jetzt brauche ich erstmal die Hilfe. Zeigt er irgendwas an? Nee, ich kann nichts einladen, oder? Interessant, interessant. Warum ist da dieses Symbol? Weil hier gibt es auch keinen Misthaufen. Nö, reinfahren kann ich auch nicht. Naja, okay, dann lassen wir das. Oder war da jetzt gerade was? Nee, das war nur der Trigger hinten. Okay, sehr schön. Oder auch nicht. Das soll heißen, dass wir jetzt erstmal wieder zum Hof zurückfahren. Dann gibt es noch einige interessante Düngeraufträge und während wir nämlich eben, auch das richtige Stichwort, denn wir müssen unser Getreidefeld oder unsere Aussaat, unser Feld, das wir ja angelegt haben, auch noch düngen. Da haben wir Miste auf jeden Fall bei unserem Kuhhof und damit werden wir auf jeden Fall dieses Feld erstmal anfangen zu düngen. Dann schauen wir mal. Parallel will ich heute noch 3 Aufträge annehmen. Düngeraufträge, wisst ihr ja, die sind immer lukrativ und wir haben ja das Glück, dass wir nicht nur auch Benzin und Saatgut und ähnliches bereits am Anfang am Hof haben, sondern eben auch Dünger jede Menge. Und deswegen denke ich, da werden wir einen ordentlichen Reibach machen können, wenn wir diese Düngeaufträge entsprechend annehmen. So, jetzt erstmal mit dem zurück zum Hof. Mist eingeladen, denn mit diesem wunderschönen Anhänger da hinten, mit diesem Gerätchen, damit können wir kalken, düngen. Und zwar düngen nicht nur mit Kunstdünger, sondern eben auch mit Miste. Und das ist natürlich schon sehr, sehr ideal. So, mit bescheidenen 32 km/h über die Straßen, über die Landstraßen. Und da vorne ist der Hof. Einmal kurz links, einmal kurz rechts. Ein bisschen aufpassen auf den Verkehr. Dann werden wir heute die ganz große Umzugsaktion starten, aber dazu will ich noch ein bisschen Milch verkaufen zuvor. Denn der Tiertransporter wird uns so ungefähr 800 Euro kosten. So, Befüllung starten, mal schauen, wie viel hier reingeht. 3800 Liter ist natürlich jetzt nicht der Burner. Ja, ich denke, wir können jetzt hier übers Feld fahren. Müssen wir das eigentlich auch noch düngen, das Gras hier? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, 60 reicht hier eigentlich aus. Lass mich mal kurz checken. Na, das passt. Also das Grasfeld müssen wir nicht düngen. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was er danach sagt. Im Moment haben wir hier auf unserem Feld einen Ertrag, einen erwarteten von 103%. Hafer, stimmt, wir haben Hafer angesät. Klar, weil Getreide, Weizen und Gerste geht ja erst Mitte des Jahres. Stimmt, wir haben hier Hafer angesät. Und 103 ist erwartet. Okay, ich meine, die Miste wird das jetzt nicht komplett ausgleichen.
So. Die wird das nicht komplett ausgleichen. Wir schicken mal den Helfer los. Dann schauen wir uns das Ganze an. Okay, 93%. Okay, okay. 115, 100. Naja, immerhin besser als nichts. Und das Ganze kostet uns auch nicht viel. Oh, wie man hier die Spuren so schön sieht. Ich glaube, das kommt aber hauptsächlich vom Anhänger. So, das war klar. Das war klar, mein Freund. Ja, wir werden hier trotzdem erstmal das Vorgewende fahren müssen. Also der Anhänger macht hier richtig Spuren. Das kommt nicht vom Trecker. So. Dann auf jeden Fall einmal Vorgewende. Dann können wir den nochmal auffüllen. Und das Schöne ist halt, wenn wir unsere Kühe mit hier rüberbringen, dann machen die natürlich auch Mist. Und dann haben wir noch ein bisschen mehr zum Düngen. Auf jeden Fall für deinen zweiten Grasschnitt. Denn im Moment sieht es ja so aus, dass wir das Feld nicht düngen müssen. Aber wenn wir dann nochmal den ersten Schnitt gemacht haben, dann mit Sicherheit. Und dann denke ich, werden wir genügend Miste haben. Aber das, man sieht, das ist eigentlich die 3000 Äpfelputzliter. Die reichen eigentlich gut aus. So, jetzt haben wir gerade mal 58%. Sodele. Okay. Also ich denke, jetzt müsste es ja passen, wenn wir hier den Helfer losschicken. Dann können wir in unseren Glas springen. Den müssen wir übrigens tanken. Dann nehmen wir dann das Milchfass mit. Bringen das, ich denke, zur Molkerei. Ich muss gerade mal schauen, wo wir zurzeit gute Milch kriegen. Damit wir auf jeden Fall wieder genügend Barmittel haben. Denn wir müssen auf jeden Fall hier immer schauen, dass wir gut, Geld machen. Im Moment können wir uns noch nicht leisten, hier lange zu warten mit dem Verkauf. So. Ja, er kommt richtig. Okay, das passt. Ja, man muss, wie gesagt, immer ein Auge auf die Helfer werfen. Immer ein Auge. So, Befüllung starten. 3200 Liter. Wo kriegen wir dich am besten unter? Milch. Ja, ist jetzt, wie gesagt, nicht der beste Monat. Es geht eigentlich. Großhandel, Ladenstraße. Wir fahren zur Ladenstraße. Das ist ideal. Jetzt muss ich nochmal hier gucken. Zack. So. Aber ich schaue jetzt gerade mal, was macht der andere? Okay, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen nachhelfen. Aber bis der leer ist, fahren wir erstmal. Zur Ladenstraße, die müsste im Dorf sein, auf jeden Fall. Ich glaube, da haben wir schon mal was hingebracht. Und dann können wir das Milchfass einfach mal kurz beim Händler stehen lassen. Denn dann schnappen wir uns den Viehanhänger. Und dann werden wir uns auch schon mal die Gerätschaften ausleihen für die drei Düngemissionen. Und da werden wir wieder ein kleines bisschen tricksen, ich gebe zu. Wir werden ja ein kleines bisschen tricksen. Und hier die Schafweide da drüben, die reizt mich aber extrem. Aber wir müssen auf jeden Fall erstmal schauen, dass wir unseren Viehbestand auf dem Hof ein bisschen hochbekommen, dass wir ordentlich Milch machen, produzieren und verkaufen können. Denn Futter haben wir eigentlich genug für die Tierchen. Und da müssen wir auf jeden Fall die Sache zum Laufen bringen. So, jetzt müssen wir nochmal schauen, wo ist die Ladenstraße? Ach, ich glaube, das ist eine Einbahnstraße, oder? Augenblick. Ja, das war diese Einbahnstraße. Da müssen wir von der anderen Seite ran. Okay, okay.
So, dann hier geht's, glaube ich, rein. Bingo, das passt. Weil hier hat es ja Restaurants. Das ist richtig cool hier. Also hier möchte man, glaube ich, Urlaub machen. So, Delay. Oh, da hat aber ein bisschen Bremsweg hier, ne? Was gibst du uns? Was gibst du uns? Ladenstraße. 2599. Augenblick. Kein Umweltbonus. Augenblick. Stopp, hier. Natürlich hier. Was ist mit dem Umweltbonus? Haben wir keinen Umweltbonus? Kriegen wir für Milch keinen Umweltbonus? So, jetzt geht's los, meine lieben Tierchen. Und dann stellen wir ihn hier einfach mal kurz zwischen. Vor den Reifenservice oder was auch immer das hier ist. Okay. Denn wir brauchen jetzt ein bisschen Platz. Also, wir leihen uns. Bei Tiertransport habe ich da ganz, ganz hinten den Roland. Da passen nämlich genau die 5 Tierchen rein. Wir könnten natürlich auch Standard den Fliegel nehmen, aber der ist ja etwas teurer. Also gehe ich davon aus, dass der uns hier auch weniger Miete kostet. 856, also der wird gemietet. Und dann schauen wir nochmal kurz rein bezüglich den Aufträgen. Denn da haben wir 3 Düngeaufträge und da werden wir uns einmal die Maschinen leisten. Und da schauen wir mal unten rein, wo es am günstigsten ist. 676, 947, 1432. Wir werden uns einfach hier dieses Gerät ausleihen. Und, okay. Ist jetzt gerade der Auftrag verschwunden? Ist jetzt gerade der Auftrag verschwunden? Okay. Also Vertrag akzeptieren. Dann werden wir den Vertrag auch akzeptieren. Dann müsste jetzt hier Gerätschaften stehen. So, ich glaube, da gibt es ein Gewicht dazu, ne? Jetzt ist der wichtigste Auftrag verschwunden. Ah, mal ein bisschen zu lange gewartet. Schade. Oha, mit Pflegebereifung. Aber hinten haben wir die fetten Reifen drauf. Da bin ich ja mal gespannt. So, lasst mich mal schauen. Also, wir müssen auf welche Felder? Auf 7 und 12. 7 und 12. 7 ist dieses Großes hier. Dieses. Ach klar, die 12. Eieieiei. Gut. Dann gehen wir mal los. Da kommt nichts. Dann fahren wir damit wieder zurück zum Hof. Sieben und zwölf, ja, ist klar natürlich, dass wir da hier ein bisschen was dafür kriegen, ist klar. Dünger haben wir auf jeden Fall noch am Hof, das heißt, das würden wir uns erstmal sparen, den würden wir jetzt komplett aufbrauchen, denn für die beiden Aufträge kriegen wir ja so um die, was war es, 5 und 7, 4 und 7, ist egal, auf jeden Fall um die 10.000, abzüglich natürlich der Miete, aber da bleibt definitiv ein bisschen was übrig. Und dann kommen wir ja auf jeden Fall noch in die nächste, über die nächsten 2 Monate, denke ich, rüber. Denn mittlerweile sind wir ja nur noch bei, keine Ahnung, 900, 700 Euro, glaube ich, Zinsen, was wir an laufenden Kosten haben. Und natürlich ein bisschen Miete. Und hier steht der Johnny, der wartet. Ist mir klar. Da werden wir nochmal auffüllen. So, denn die Big Bags auf dem Hof, die stehen da rum. Und da müssen wir mal schauen, dass wir die auch wegkriegen. Das müssten die da sein, wenn ich richtig weiß. Zack, zack, zack. Kali, das ist Mineraldünger. Genau. Also. So, Freunde. Ihr kommt hier in den Hänger. Wir haben ja hier für diverse Silos, aber das Thema ist, glaube ich, da kann man nur Dünger kaufen, das Material kaufen, dann ist es im Silo. Aber wir können da das nicht mehr zurückpacken. Das müssen wir dann, müssen wir mal schauen. Eigentlich müsste das ja theoretisch, das ist Saatgut, das dürfte Kalk sein. Müssten wir das Material ja eigentlich abkippen können im Multifrucht-Silo. Das müssen wir mal checken. So, wir machen ja jetzt mal voll.
Ja, ich lasse es mal. Im Zweifel fahren wir nochmal zurück. Und dann fahren wir erstmal zur 7. Dann fahren wir erstmal zur 7. Denn der Plan ist ja, weshalb wir ein bisschen Geld brauchen, der Plan ist ja, dass wir uns ein Fermentersilo hier auf den Hof stellen. Denn dann sind wir wesentlich flotter unterwegs, was das Thema Silieren angeht. Denn das ist zwar alles schön und gut mit den Durchfahrsilos, aber die machen uns natürlich schon ein bisschen Arbeit. Ah, da hätten wir gleich fahren können. Da hätten wir links, rechts fahren können. Ist egal. Und mit einem Fermentersilo können wir halt direkt hinfahren, abkippen und können dann auch anschließend die Silage direkt überladen zum Verkauf, wenn wir das brauchen. Oder eben mit dem Futtermischer drunter fahren. So, hier ist die 7. Ich erinnere mich. Ich glaube, hier haben wir schon mal gepflügt. Ja, da können wir auf jeden Fall den Helfer losschicken. Das ist ein relativ einfaches Feld. Für den Helfer. Also so ist meine Hoffnung. Jetzt schauen wir mal, was der für eine Ausbringbreite hat. Ja. Augenblick, Augenblick. Da können wir, glaube ich, ein bisschen weiter rechts ansetzen. So denke ich. Das ist besser. Okay, wie sieht's aus? Ach, er behauptet, er wäre... Ah ja, sehr schön. Du glaubst also wirklich, du wärst bereits fertig. So, dann machen wir das doch hier selber schnell. Also das Teilchen ist wirklich nicht verkehrt hier, dieser Anhänger. Und ist überschaubar günstig. So, da fahren wir jetzt einfach hier mitten runter. Das sollte, denke ich, passen. Und wir haben noch 9% drin. Sehr schön. Da haben wir tatsächlich mit einer Wagenladung hier dieses Feld gedüngt. Ja, da hinten gibt es noch ein paar Stellen, aber die lassen wir einfach mal. Weil wir müssen eh schauen, ob wir hier eventuell noch mal ein bisschen nachdüngen. Schauen wir mal. Also, was zeigt er uns denn jetzt an? Also, ey, 116. Ja, natürlich sollte hier auch gedingenst werden. Gewalzt. Ja, pflügen ist wie gesagt außen vor im Moment. Und Unkraut. Okay, okay, okay. Ja, dich lassen wir jetzt erstmal stehen, denn wir haben ja mit ihm noch was Großes vor. Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen mit unseren Kühen. Und wir schauen parallel dazu nochmal in den Auftrag. In den Auftrag. Nicht, dass der Kollege irgendwas falsch macht. Nee, im Moment passt das. 35, sehr schön. Ja, da oben läuft auch der Zähler runter bei unserem Geld. Denn der Elfer kostet ja Geld. So, da sind wir ein bisschen hier unübersichtlich. Ich glaube aber, von rechts kommen die nie. Die kommen immer nur von links. Okay, okay, okay. Jetzt muss ich nochmal schauen, wo ist denn der Tier-Trigger? Trigger, Trigger. Da vorne ist, glaube ich, Gülle, ne? Das ist die Gülle. Und der Tier-Trigger ist, glaube ich, außerhalb auf der anderen Seite. So. Ja. Lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, wir müssen das Ding sowieso aufklappen, oder? Viehanhänger aufklappen. So, Tiermenü öffnen. Und dann werden wir die Tierchen jetzt hier rübernehmen, auswählen. In den Anhänger laden. Das machen wir doch gerne. Dann werden wir die hier auswählen. Alle drei. In den Anhänger laden.
So, und das heißt, jetzt haben wir die Tierchen hier bei uns drin. Wir machen die Klappe zu. Sehr schön. Augenblick. Denn wir brauchen ja dringend ein Thumbnail. So. Zack. Wunderbar. Wir können hoffentlich hier irgendwo lang. Wo geht's denn da lang? Nee, da ist er wegen blöde. Ja, da werden wir hier wenden. Und da stehen die Tierchen. Kann man das irgendwie abdecken? Nee. Sehr, sehr, sehr schön. Also, weiter geht's mit dem Glas und dem Viehtransporter. Bringen wir jetzt unsere Viecher, unsere 5 Kühe. Und ich weiß nicht, wie man hier mit dem Teil hier umgeht, weil irgendwie, es gehört uns ja gar nicht. Ach, vielleicht deswegen können wir das Material da nicht rausholen. Müsste man mal checken. Müsste man mal checken. Denn dieser Stall, dieser Rundtierstall oder wie das Ding auch immer heißt, da waren ja, glaube ich, 2 oder 3 Tierchen schon drin von Anfang an, die hier bei Stadt mit drin sind. Aber der Stall gehört ja uns gar nicht. Den müssten wir eigentlich kaufen. Witzigerweise kann man aber Material einwerfen. Aber vermutlich deswegen vielleicht kriegen wir die Miste nicht raus, weil uns der Stall nicht gehört. Naja, okay, sei es drum. Das war jetzt sozusagen unsere kleine Tieraufzuchtstation. Und da werden wir also jetzt unsere 5 Tierchen mal rüberbringen. Denn im Großen und Ganzen ist ja das Futter komplett weg gewesen. Wir hätten es mit Sicherheit nochmal ein Jahr überstanden. Aber ich habe mir gedacht, je früher die Tiere bei uns drüben sind, desto eher kriegen wir auch Miste. Denn Stroh ist ja genug am Hof. So, Dele. Hat sich denn der andere schon gemeldet? Ich glaube nicht. So, da sind da ist der Tiertrigger, dann heißt es hier ran. Aber wir schauen trotzdem mal kurz, was er macht. Was macht er denn? So, dann machen wir das schnell von selbst hier. Ah, 43%, da ist noch jede Menge Material drin, sehr gut. Das heißt, dann müssten wir eventuell ja auch das andere Feld damit schaffen können. So, jetzt müsste doch gleich hoffentlich kommen, Düngeauftrag abgeschlossen. Wart mal. Aktiv 96%, okay. Witzig. 96%. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass der ein bisschen früher hier triggert. Jetzt müssen wir ja tatsächlich diese Zipfelchen hier noch abfahren. Da müsste doch da irgendwo einen größeren Teil nicht gemacht haben. Okay, gerade so, ne? So, dann fahren wir mal rüber. Dann fahren wir mal rüber zu Feld Nummer 12. Da haben wir ja auch schon mal einen Auftrag abgearbeitet. Da geht's zum Schweinestall. Beziehungsweise zur Schweinefarm. Und bei der 12 ist ja meines Wissens Viehweide, die Kuhweide, die man ja auch noch käuflich erwerben könnte, wenn wir soweit sind. Okay, deswegen die Pflegebereifung, weil dieses Feld, da ist Material drauf. Okay, das ist die 12, ne? Die muss gedüngt werden. Stimmt, da flimmert es. Aber jetzt gehen wir hier mal zu unseren Tierchen. Zum Ende der Folge werden wir jetzt hier mal die Tierchen überladen. Dazu stopp. Erstmal wieder aufklappen. So. Wunderbar. Sind wir schon am Trigger? Tatsächlich, wir sind schon am Trigger. Auswählen. Natürlich beide in den Stall ausladen.
Okay. Dann die auswählen, in den Stall überladen. Okay. Wunderbar. Das heißt, jetzt müsst ihr mir hier 25 Tierchen anzeigen. Sehr schön. Und jetzt haben wir 25 und so schließt sich der Kreis. Da sind wir wieder, wo wir am Anfang der Folge waren, nämlich bei unserer Kuhweide mit 25 Tierchen. Da schauen wir nochmal rein. So, da sind sie also. Wunderbar, wunderschön. Ja, da müssen wir dann noch beim nächsten Mal, aber da haben wir kein Problem. Strom müssen wir einwerfen und das nächste Mal im nächsten Monat mit Sicherheit auch ein bisschen füttern. So, das soll es gewesen sein für diese Folge hier von der Butchern. Unser Projekt Am Deich. Die zweite Map vom Kalle, die wir zurzeit spielen, denn im Stream spielen wir ja die Alteiche. Würde mich freuen, wenn ich mich da oder wenn ich euch da sehe. Also, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Folge 13 in unserem wunderschönen Deichprojekt. Ich sage an der Stelle Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.